Ja, komischerweise ist Prozentrechnung für viele irgendwie ein Horror, aber es ist eigentlich ganz easy. Ich habe ja eine komplette Playlist, da steht dann Prozent und auch Zinsrechnung. Die Prozentrechnung ist dann eine Grundlage, um dann hinterher easy da durchzukommen. Eigentlich ist Prozent aus dem Lateinischen von 100 und soll euch einfach nur Größenverhältnisse einheitlich darstellen. Das ist also eigentlich ganz easy, wenn ihr euch jetzt vorstellt, 2 von 100, ja, also da könnte man ja jetzt sagen, da bin ich jetzt ein bisschen faul, stellt euch jetzt einfach insgesamt 100 Kästchen vor, ja, komplett ausgefüllt, könnt ihr ja selber basteln. Und dann nehmt ihr 2 Stück, die ihr markiert, dann habt ihr von insgesamt 100 2 Stück markiert, 2 von 100. Und das könnt ihr dann schreiben als, das sind 2%, also 2 von den ganzen 100. So, und wenn es ein bisschen bescheuerter da aussieht für manche, da steht da zum Beispiel, was weiß ich, 3 von 250, dann ist das ja nicht direkt greifbar, wie viel das jetzt ist im Köpfchen. Und dann kann man jetzt sagen, okay, dann bringen wir das Ganze doch mal auf, zum Beispiel den Wert unten. Jetzt hat man Brüche, hoffentlich noch im Kopf, erweitern auf 1000, ne? Oben und unten mal 4, dann haben wir oben mal 4, 12. Es ist aber leider nicht von 100. Jetzt kann man aber eine ganz einfache Rechnung oben und unten machen, geteilt durch 10. Wenn ich jetzt hier durch 10 teile und unten durch 10, dann kürze ich den Bruch und habe 1,2 durch 100 und schon bin ich wieder auf von 100, aber 1,2. Also können wir jetzt wunderbar auch hinschreiben, dann haben wir 1,2% und dann haben wir einen einheitlichen Wert. Und wenn ihr die Playlist durchgeht, es gibt dann verschiedene Rechenmöglichkeiten. Einmal gibt es den Dreisatz, dann gibt es Formeln. Der eine mag das lieber, der andere das. Ich hoffe, ihr kriegt das nicht vorgeschrieben, sondern könnt euch selber auswählen, was am besten ist. Und dann kommt ihr dann auch ganz easy durch die Prozentrechnung durch.